Liebe Zuschauer, Ortschaft der Woche, Gmund am Tegernsee, da dürfen wir natürlich auch bei Gmund Papier vorbeischauen. Die Frau Pastor hat gesagt, wir dürfen mal reinlugen in die wunderbare Welt des Papiers hier, Gmund am Tegernsee. Frau Pastor sortiert ein oder schaut sich an, was Schönes gibt. Servus erst einmal. Grüß Gott. Danke, dass wir in die heiligen Hallen dürfen. Ja, das ist, jeder hört und hört immer und sagt, ja, aber wie es gemacht wird und wo es herkommt, das wissen nicht viele, oder? Na, aber dazu haben wir ja hier auch die Papierwelt direkt in Gmund an der Fabrik, dass man sich hier umschauen kann. Wir bieten auch Führungen immer wieder an und hier kann man halt wirklich auch unsere Produkte kaufen. Kommen wir doch mal auf die wunderbare Geschichte dieses Papiers, Büttenpapier Gmund, Gmund am Tegernsee. Aus Lumpen, habe ich vernommen, ist diese Idee entstanden, so wurde Papier gemacht. Wer war der Gründer, wie ist es vorangegangen? Also das ist 185 Jahre her, also 1829 wurde es von einem Johann Nepomuk Haas gegründet und der hat wirklich hier das Recht zum Lumpensammeln erworben und hat so die Fabrik eigentlich oder den Grundstein gelegt für die Fabrik. Es ging dann durch verschiedene Hände, aber seit 1904 ist es dann auch in der Hand der Familie Kohler gekommen und der jetzige Geschäftsführer und Inhaber Florian Kohler ist eben in der vierten Generation jetzt schon. Also aus Hadern sozusagen, man musste sich dafür das Recht erwerben, also dass man sagt, ja, ich könnte es ja einfach so sammeln und dann selber was draus machen. Es war also richtig gesetzlich festgelegt. Mhm, richtig, genau. Und hier an der Mangfall, man braucht Wasser zur Papierherstellung, war das natürlich, dann hat sich angeboten, dass man das in dem wunderschönen Mangfalltal gegründet hat. Die Geschichte des Papiers, Papier ist immer nur wertvoll, oder? Ja, also wenn man vor allem, also Gmundpapier ist halt einfach was Besonderes und das hat natürlich auch seinen Wert, ist halt einfach ein hochwertiges Papier, genau. Ich habe vernommen, dass alles, das, was kontrolliert wird, was rausgeht, einzeln nochmal überprüft wird, jedes Blatt Papier. Genau, es gibt bei uns den Papiersaal, da wird wirklich jedes Blatt nochmal kontrolliert, ob es wirklich den Qualitätsansprüchen von Gmundpapier auch entspricht. Mhm, das ist Arbeit. Es sind ja viele Papiere, die also rausgehen. Kann man mal so Zahlen nennen, wie viel und in wie viele Länder das Ganze hinausgeht? Also mal ein paar Fakten und ein paar Zahlen. Also ich kann Ihnen sagen, 75% geht ins Ausland. Das ist aber wirklich von Los Angeles bis hin nach Tokio, wirklich um die ganze Welt. Also da ist eigentlich nichts wirklich ausgeschlossen. Wie kommen denn die da drauf, dass man in Gmund Papier bestellt? Wie hat das funktioniert? Was glauben Sie? Ja, wir haben schon recht lang eigentlich Exportgeschäft und von dem her, also gerade wenn man mal die Amerikaner nimmt an der Westküste, ein berühmter Designer, der wusste einfach über Gmundpapier und sag ich mal, als Designer kennt man sich ja aus in Sachen Papier und weiß, was gut ist und hochwertig und sich gut verarbeiten lässt auch. Und zum Beispiel der Designer eben der Oscar-Umschläge kam dann auf uns und hat unser Papier für den Oscar umschlägt. Schon nur die Oscar-Verleihung, weil ich die Kuverts sehen möchte. Die wunderbaren goldenen Kuverts aus Gmund am Tegernsee. Wie lange geht das eigentlich? Das geht jetzt noch 2 Jahre, werden die auch von uns sein. Und die letzten 3 Jahre waren auch schon so weit. Haben Sie den Umschlag? Da ist er. Da ist er. And the Oscar goes to, nicht wahr? Ich drehe so durch. Darf man den anfassen? Ganz vorsichtig. Ich glaube es nicht. Was ist so bis, wie viel, oh, ich schaue Chidri, wenn schon hinlang. Das ist die Karte, das ist das Wichtigste, weil das der spannendste Moment ist. Wie viel Goldstaub ist denn da drin? Also wie hat man das denn entwickelt? Das ist ein großes Geheimnis. Das ist ein Geheimrezept, das wird nicht verraten. Genau, aber es ist ein, sage ich mal, eine Mikroprägung, so viel kann ich verraten. Und deshalb glitzert es auch in allen möglichen Farben, gerade eben auf der Bühne. Mhm. Wenn es dann die großen Stars in der Hand haben, ist es ein wunderschöner Schimmer, der auf der Bühne scheint. Ja, ich habe es jetzt auch mal in der Hand, das ist schön. Wie das Ganze aber eigentlich entsteht, Frau Pastor, wie Papier entsteht, ist ein Rätsel, das ich gerne gelöst haben möchte, indem wir mal nach unten gehen, wo die Papierherstellung stattfindet. Treppe runter und dann dürften wir mal reinschauen in den Topf, oder? Sehr gerne, gehen wir zum Pulper. Pulper. Sehen Sie gleich. Jetzt stehen wir am sogenannten Pulper, sehr verehrte Damen und Herren. Caroline Pastor, sagt mir jetzt, was dieses wunderbare Gebräu ist. Für mich schaut es aus wie ein Kartoffelbrei. Ist es nicht? Das ist Papier.
Richtig, das schaut ein bisschen aus wie ein Brei, ist auch sogenannter Papierbrei. Mhm. Also es ist Zellstoff. In Gmund nehmen wir FSC-zertifizierten Zellstoff, also aus sehr schnell nachwachsenden Wäldern. Dann ist es Kartoffelstärke und Kreide. Kreide ist denn für die Farbe oder für was ist Kreide gut? Kreide ist, damit sich die Fasern besser vereinen. Super, genau. Man lernt ja nie aus, nicht wahr? Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich genau so an, wie wirklich Kartoffelbrei. Ja, ja. Und das, also aus Lumpen wird es nicht mehr gemacht, das Mundpapier, so wie es entstanden ist. Wie hat sich denn das so entwickelt? Wie ist diese Technik entstanden, dass das wirklich das beste Papier dann auch wird? Also früher ist es sicherlich alles noch per Hand gestampft, vermengt worden mit eben Wasser. Aber heutzutage ist es natürlich maschinell, wird dann maschinell abgepumpt. Und ja, früher aus Baumwollstoffen, Hadern und heute eben aus ganz modernem Zellstoff und wird dann zur Papiermaschine gepumpt. Die wir uns jetzt auch anschauen, das wollte ich mir noch angucken. Ist das dann, was ist das jetzt? Genau, das sind also diese Zellstoffplatten, die hier mit Wasser aufgelöst werden. Genau, das ist sozusagen holzfreier Zellstoff, wird hergestellt aus schnell nachwachsenden Bäumen. Sehr umweltfreundlich arbeitet ihr. Haben wir auch schon einen bayerischen Umweltpreis bekommen, sollen wir auch mal erwähnen, nicht wahr? So, jetzt gehen wir mal weiter, schauen uns an, was draus wird, ja? So, Treppe runter, jetzt sind wir da, wo der Brei nicht mehr ist. Wo ist jetzt der Brei, Frau Pastor? Der Brei wurde jetzt zur Maschine gepumpt und hier im Stoffauflauf in dem Bereich auf die Maschine gebracht. Das heißt, hier sind wirklich noch 98 Teile Wasser und 2 Teile Stoff gemischt. Und zwischendurch, genau, als es hierher gepumpt wurde, wurde natürlich auch noch Farbe zugegeben. Das wollte ich gerade fragen, er ist braun sozusagen. Genau, da wurde noch Farbe zugegeben. Es ist ein modernes Refiner-System. Da wird die Farbe dazu gegeben und hier sind wir dann schon an der Maschine. Hier läuft das Wasser unten ab. Ja. Wir legen da sehr viel Wert auch drauf, dass wir einen sehr geringen Wasserverbrauch haben. Also wir können das Wasser bis zu 7-mal wiederverwenden. Genau, durch eine spezielle Wasserreinigungsanlage. Und genau, hier kommen wir eigentlich jetzt schon so langsam in den Bereich, wo sich das Stoffgemisch schon alleine halten kann. Wir sehen da einen Bereich, wo man 10 cm, wo sich das Papier eigentlich schon selber überbrücken kann. Ja, Tatsache. Ah, hier ist es sozusagen fest. Naja, fest eben noch gar nicht eigentlich, aber es ist das erste Mal, dass ich es alleine halten kann und nicht auf einer Bahn ist. Wie lang läuft es da durch? Wie lang braucht so Papier, bis es fertig ist? Also das ist, Sie sehen ja, eine riesengroße Halle. Das sind durchaus einige Meter, die das Papier von ganz am Anfang bis zum Ende durchlaufen muss. Grundsätzlich passiert es jetzt durch Pressen oder durch Schütteln? Ganz am Anfang durch Schütteln und hier wird es gepresst mit Gummiwalzen gegen einen Filz. Und weil der Filz eben das Wasser am besten aufnehmen kann. Genau, und hier sieht man schon, es sieht sogar schon jetzt ein bisschen nach Papier aus, obwohl wir erst 15 Meter von dem Anfangsbereich, wo es eigentlich fast nur Wasser war, entfernt sind. Was macht eigentlich jetzt Ihr Papier anders und aus im Gegensatz zu dem Papier, was jetzt ich so beschrifte? Wenn ich nicht weiß, dass es ein Gmundpapier ist. Also was haben Sie sich da auf die Fahnen geschrieben? Umweltfreundliche Herstellung, erstens. Was noch? Sehr ökologisches Papier, also sozusagen ein Naturpapier. Wir stellen natürlich, also wir sind fernab von jeglichem Kopierpapier, sondern wir stellen wirklich ganz hochwertiges Qualitätsmaterial her. Das heißt, wir haben auch ganz eine große Auswahl an verschiedenen Oberflächen, zum Beispiel Oberflächenstrukturen. Wir haben es jetzt gerade geschafft, dass wir ganz eine spezielle Holzoberfläche, also fast wie ein sonnengereifter Holzbalken, das ins Papier gebracht haben. Also wer entwickelt denn sowas? Gibt es denn die sogenannten Papierprofessoren, die sich darum kümmern? Das ist ja ein ewig langer Prozess, sowas, oder? Ja, das ist eine recht lange Entwicklungszeit. Es dauert wirklich manchmal einige Monate, bis auch die ganzen Tests. Wir haben dann ein Kreativlabor und ein Team, das sich dann wirklich monatelang zurückzieht und zusammensetzt und
so ganz spezielle Oberflächen eben entwickelt, die dann eben in die ganze Welt geschickt werden. Also 75% von Gmundpapier wird in die Welt verschickt. Das sind jetzt Walzen. Was passiert hier, genau, Frau Pastor? Also wir sind jetzt hier schon am ersten Trockenbereich vorbeigegangen. Da ist es nämlich sehr heiß, wie man auch schon merkt. Die Walzen werden bedampft. Das ist übrigens auch eine Art, da wird heißer Dampf durchgejagt, sage ich mal. Eine Art, das Papier zu trocknen. Ein zweiter Trockenbereich. Zwischendurch gibt es ein Leimbad. Das macht, dass das Papier beschreibbar wird. Also vorher war es wie Löschpapier. Und danach wird es beschreibbar, genau. Es ist also, apropos Dampf, muss ich auch noch was sagen. Ein bisschen hin, ja. Wir stellen eben unser Papier mit dreiviertel energieeffizienten Strom her. Weil ich ja immer so ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich weißes Papier immer noch benutze oder kein ökologisches Papier. Man kann also davon ausgehen, dass weißes Gmundpapier ökologisch ist. Ja. Gott sei Dank. Das ist ja, weil trotzdem das natürlich im Denken drin ist, nicht wahr? So, was passiert dann, wenn dieses Papier zum Beispiel fertig wäre? Also dann auch, es wird es geschnitten. Es wird hier nochmal geschnitten, gerade im Moment in drei verschiedenen Bahnen. Da gibt es unterschiedliche Breiten. Ah, da sieht man es, ja genau. Und kommt dann eigentlich, je nachdem, zum Weiterverarbeiter oder es wird vorher noch geprägt, wie ich gerade gesagt habe. Wir haben jetzt auch spezielle Oberflächen eben mit Holz oder das aussieht wie Beton oder je nach Farbe eben auch. Dann wird da Verpackung draus gemacht, zum Beispiel Kosmetikbereich, Schokoladen, verschiedene Arten oder einfach ein Geschäftsbericht, Produktbroschüren für verschiedene Automobilhersteller. Genau, oder einfach ein Briefpapier, bis hin zum Briefpapier oder Notizbuch. Oder einfach zum Schreiben, man möge es nicht glauben. So sieht es dann aus. Wir sollen nach hinten gehen, damit wir das noch sehen. Ah, schau dir das an. Das ist also ein fertig wunderbares, schönes Papier aus Gmund. Liebe Frau Passer, ich danke Ihnen für die Zeit und wünsche, dass noch wunderbare Produkte entstehen im Laufe der Jahre, die Sie da noch verweilen werden und uns wieder Lust machen auf Briefe schreiben zum Beispiel, sehr verehrte Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut, Servus.